Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Story of Seasons A Wonderful Life, wo ich, glaube ich, Kühe gemolken habe, aber noch nicht verarbeitet, ne? Ja. Okay. Das ist ja... Ich glaube, ich habe einen Ticken zu laut. Moment. So, okay. Das geht. Ja, gestern habe ich gar nicht aufgenommen, deswegen bin ich gerade ein bisschen noch, erstmal wieder ein bisschen kurz reinkommen. Okay, gegossen habe ich. Wie gesagt, gedingst habe ich auch. Was haben wir zuletzt gemacht? Ich glaube, ich hatte... schieß mich tot, was war's? Ach ja. Das ist Frühling, wir haben Herbst. Kurz vor Ende, so. Wir hatten gekocht. Oh, beziehungsweise, wir haben versucht zu kochen. Beziehungsweise, ich sag zu oft beziehungsweise, kann das sein? ich habe mir... einen Tipp geholt. Und hoffe, dass das funktioniert. Wir waren ja bei diesem Rezept aus der Vase, ne? Zwei Fische und ein Wurzelgemüse. So, Wurzelgemüse nehmen wir diesmal, wo haben wir sie? Kartoffeln? So. Und bei Fisch? Ein Tintenfisch? Und das ist es nicht. Unidentifizierbares Essen. Kaum zu glauben, dass man dieses Gericht so verhauen kann. Hut ab. Okay. Eine Freundin hatte mir das gesagt mit dem... Jetzt muss ich nochmal gucken. Habe ich mir das notiert? Oder hatte ich mir das nur in der WhatsApp? Eine Kartoffel kann ja nicht verkehrt sein. Ist ja definitiv ein Wurzelgemüse. Okay, das ist es also definitiv nicht. Ich habe gehofft, dass das korrekt ist, aber nee. Dann habe ich auch noch was anderes, aber da weiß ich auch nicht, ob das bestätigt ist. Oh nee, meine Karotte. Und... Fischelein. Was ist das jetzt? Ist das Kräuterfeuertopf? Ach so, dann war das bloß eine andere. Ich habe nämlich auf einer Internetseite noch, aber da steht dann die Bezeichnung anders drinne. Was sonst? Ah, okay. Es gibt noch etwas, das ich
glaube ich, noch nicht habe. Und dann nehmen wir. Obwohl, warte mal, nee, die nehmen wir mal nicht. Wir nehmen eine Milch. Und war das richtig? Ja. Fruchtsaft. Steht als Dicksaft im. Ach nee, also. Das haben wir also auch schon. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Okay, das habe ich also auch falsch. Was war noch? Jetzt muss ich mal gucken. Das ist es nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, was war 7? Okay, das ist die 7. Interessant, ist auch wieder eine Fehlinformation. Jetzt wollte ich euch eigentlich was Neues zeigen und dann geht alles in die Hose, was in die Hose gehen kann. Sehr interessant. Also die Bone Bowl wird hier noch eigentlich mit dem Ei auf der Seite. Veggie Bowl heißt die hier. Also hat sich hier wieder. Also die Seite kann ich echt nicht empfehlen. Naja, zum Glück habe ich die ja nicht verlinkt oder so. Das kann ich abhaken, das kann ich abhaken. Das hatten wir auch. Denn wäre noch die Suppe. Ach, das ist dann die 17. Interessant, hier steht die 18 und
15. Hier haben sie auch falsche Informationen. Das sind. Also, nee. Auf der Seite gucke ich definitiv nicht mehr. Die haben sich total verhauen mit den Zahlen der. Das steht. Für die hier steht 14, 23, 24. Ja. Hm. Sehr schön, wie das korrekt nicht stimmt. Gut, dass ich das nicht. Na. Egal. So, machen wir weiter mit. Das mit den Rezepten muss ich jetzt erstmal wieder auf Eis packen, weil stimmt ja offensichtlich nicht, was ich hier mir rausgeschrieben habe. Dafür kann ich aber nichts, weil man verlässt sich ja eigentlich auf Daten im Internet. Was wir machen, ist natürlich wieder gucken. Vielleicht, ich glaube es nicht, dass in diesem Jahr noch ein Rezept rausspringt, weil ich annehme, dass erst im neuen Jahr wieder Rezepte freigeschaltet werden. Hey Kenji, hey Mama. Pilze sammeln. Herbst, Herbst, Herbst ist doch fast vorbei. Sehen wir uns mal an, ob wir was Neues ausgraben können. Hier so ein Erz nehmen wir auf jeden Fall mit, ne? Erz oder Palerz, keine Ahnung, wie das hieß. Hier ist was Goldenes, sehe ich auf jeden Fall. Eine Gabel. Oder könnte auch ein Kamm gewesen sein. Hier ist was Goldenes, nehmen wir auch mit. Ich bin noch nicht ausgeschlafen. Ich war ja gestern wieder zum Karaoke. Ich habe bloß zwei Songs gesungen, aber man ist so kaputt, wenn man bei der Hitze und dann nach der Arbeit und wenn man so früh aufsteht und gearbeitet hat und dann. Ach, nee. Ich war dann auch froh, nachdem ich dann meinen zweiten Song gesungen habe und ab nach Hause. Ich war dann so gegen 23 Uhr im Bett. Oder was? Kurz danach? Auf jeden Fall um 23 Uhr rum. Und wenn man aber sonst immer um 8 ins Bett geht und dann einfach mal so spät. Ich habe heute bis 8:30 gepennt. Normalerweise bin ich am Wochenende durch meine Aufstehzeit spätestens um 6:30, 7 wach. Also sieht man schon, dass ich Schlaf gebraucht habe. Und ich freue mich schon, wenn ich im Oktober Urlaub habe. Knapp über 2 Wochen ausschlafen. Wo es umgewöhnen dann auch erstmal wieder eine Zeit lang dauert und kannst du bald schon wieder anfangen, dich an die regulären Zeiten zu gewöhnen. Aber in 2 Wochen lohnt sich das dann schon wieder mit dem Ausschlafen.
Sonst mache ich ja nicht länger wie eine Woche. Aber da habe ich ja dann auch Termine. Da gehe ich dann zu einer Convention. Da habe ich vor, irgendwo davor habe ich einen Friseurtermin zum Haare färben und so. Und schneiden. Mein Zahnarzt-Check-up will ich dann auch in der Zeit erledigen. Damit ich meinen Stempel kriege für mein Bonusheft. Obwohl ich dieses Jahr schon beim Zahnarzt war. Mehrfach. Aber da habe ich mir keinen Bonusstempel geholt. Da war ich wegen meiner Prothese und Kronen. An die ich mich immer noch nicht gewöhnt habe. Die Prothese fühlt sich immer noch so mehr an. Teilweise trage ich sie nicht mal zum Essen, sondern nur vom restlichen Tag, wenn ich, damit die Zähne keine Fehlstellung kriegen. Ich meine, ich habe davor Jahre ohne Prothese. Oh, ich weiß auch nicht, warum die das. Aber na gut. Soll halt die Belastung der anderen Zähne unterstützen. Nicht, dass ich jetzt nur einen halben Mund voll hätte oder so, oder weniger. Ich habe schon nur drei Zähne in der Prothese. Erweiterbar. Und dafür knapp über 2250 Euro zahlt. Ey, ich kotze. Ich habe noch nie so viel Geld. Nicht mal für Urlaub gebe ich Geld aus. Und dann aber für so einen blöden Zahnersatz, den ich sowieso nicht mag und eigentlich gar nicht tragen will, aber und jetzt wird uns gleich wer. Der schmeißt uns jetzt raus, oder? Gibt ja manchmal so Tage, da lässt er uns länger buddeln. Das war jetzt knapp 20 Minuten drüber. So, jetzt geht's zurück. Zwei Schallplatten und drei Ausgrabungsgegenstände. Wie gesagt, bei den Schallplatten denke ich auch nächsten kommenden Jahr. So, Vogelfutter, Viehfutter, Einnahmen. Ach ja, die Hühner, die hatte ich ja mal drin gelassen. Ich bin der Ansicht, die hätten wirklich den Stall von innen auch etwas größer machen können.
Oh, halt, da war noch nein. Ja, ein Kamm, eine Gabel. Was mit dem hier? Nur im Herbst. Nur im Herbst. So, ich denke mal, dann wären die Kühe. Ja. Alles sieht so aus. Alles gefüllt. Rein mit euch. Guten Morgen. Guten Morgen. Marmormilch. Dann mal den normalen. Dann fehlt noch die Essigmilch. Hast du eine Idee, wie ich mein Küken nennen könnte? Es aber ein weibliches. Hättest du eine Idee? Oh, da gibt's viele Möglichkeiten. Kommt natürlich drauf an, ob du jetzt irgendwelche Entennamen suchst. Dann würde ich dir aus Dactyls, so wie ich das dann genannt habe, da habe ich Geflügelstall.
So, da habe ich beispielsweise Dagobert oder Donald, Daisy, Dinky, Gundula. Dann gibt es ja noch Tick, Tick und Track. Das sind ja auch Enten. Also, ja. Da gibt es etliche Möglichkeiten. Oder man nimmt halt irgendwelche normalen Namen wie Nicole oder Sandra oder sowas, was man halt aus dem normalen Leben kennt, irgendwelche Freunde, denen man dann den Namen widmet. Oder man nimmt aus irgendwelchen Anime-Serien, spontan fällt mir jetzt Sakura ein oder ja. Frag mal einen nach dem Namen und dann sollst du mal eben was ausspucken. Aber so habe ich die meisten aus Anime-Serien, beziehungsweise ich mag ja One Piece sehr gerne, deswegen habe ich viele meiner Tiere nach One Piece-Figuren benannt. Und okay, der wird jetzt schon schlafen. Ja. Ah, genau, ich wollte den Look ändern. Heute auch mal eine andere Farbe. Danke. Welche dir. Farbe nehmen wir denn? Braun? Ich glaube, diesen Part nehmen wir braun. Und Frisur. So, mit dem Teddy haben wir irgendwie noch nicht wirklich Ereignisse gehabt. Welches Jahr bist du denn, wenn ich mal fragen darf? Ich bin im 5. So, habe ich jetzt alle Milch? Nee, Kaya hat noch Milch. So, jetzt hat Kaya auch keine Milch mehr. So, dann haben wir auch wieder ein bisschen Wolle zum Vergelfen. Rest kommt in den Kühlschrank.
So. Wenn du weißt, wann dein Küken schlüpft, tust du am besten vorher speichern und lädst dann so lange neu, bis du ein entsprechendes Geschlecht und Küken bekommen hast. Weil es ist random, ob du ein Hühnerküken oder ein Entenküken draus kriegst und auch, ob es männlich oder weiblich ist. Wenn du quasi ein eierlegendes Nachwuchs haben möchtest, also ein Weibchen, dann kannst du da das beeinflussen, habe ich gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube 5 Tage oder so dauert es ja immer ein bisschen. Also von Ei reinlegen bis Küken schlüpft und zwischen, wenn es geschlüpft ist, wenn du quasi ein Küken hast, was du... Wie jetzt von den Hühnereiern, die befruchtet sind, meinst du, dass ich ein Entenei kriegt, also draußen Ende, meinte ich damit? Nur wenn du bereits Enten hast. Also, dann können Enten auch rauskommen. Ich hatte bei meinem Stallverhältnis von mehr Hühnern als Enten. Also ich hatte ja damals, nachdem die Enten also aufgetaucht okay, sind, hatte ich ja nur ein Männchen und ein Weibchen. Gehen, weil ich habe noch nicht mal einen Ententeich. Dann kriegst du keine Enten, nein. Weil wenn du den Ententeich hast, irgendwie ein Jahr später, beziehungsweise eher 2, tauchen dann die Enten am Teich auf. Da musst du aber dann auch 2 Plätze mindestens in deinem Hühnerstall frei haben, damit die überhaupt kommen können. Und dann war es bei mir, glaube ich, in dem Sommer. Ich weiß gar nicht genau mehr wann. Auf jeden Fall hat es bei mir sehr lange gedauert, weil ich halt einen vollen Stall hatte. Und die Erweiterung, da habe ich danach dann aufgepasst, dass ich immer Plätze frei hatte, weil ich ja mindestens 4, 5 Enten haben wollte. Und die kann man ja nicht kaufen. Die legen allerdings nicht jeden Tag Eier. Das ist der Nachteil. Die sind rein optisch und ja, vielfaltmäßig. Letzter Herbsttag! Yippie! Danach kommt der Winter. Und dann kommt das 6. Jahr. Im 7. Jahr endet, glaube ich, dann auch das Spiel, weil da ist ja das geheime Kapitel oder irgendwie. Mal sehen, mal sehen. Ich hatte ja mit mindestens um die 60 Parts so gejongliert. Jetzt würde ich eher sagen, können es bis zu 80 werden. 75, 80. Je nachdem, wie lang die bei mir werden.
weil gegen Ende zieht sich das ja ein bisschen wie Kaugummi. Weil man dann nicht so viel mehr zu tun hat, dann baut man halt bloß noch an und dann weiß man auch nicht mehr, was man mit seinem Geld machen soll. Beim Kochen sind wir ja mit nur noch 12 Rezepten, die uns fehlen, quasi so gut wie durch. Ich wundere mich aber tatsächlich, wie es sein kann, dass ich im Internet zwar Seiten mit Rezepten finde, aber teilweise ich mehr Rezepte schon habe als diejenigen welche und die sich dann aber preisen, ja, hier alle Rezepte. Ja, alle kann ja da nicht stimmen, ne? Oder auch halt falsche Informationen mit falschen Nummern der Pflanzen, die man in den Topf werfen soll. Sag ich mir auch, das kann ja wohl nicht wahr sein. Haben wir ja Anfang des Parts gesehen. Da hatte ich mir einige Sachen aus dem Internet rausgeschrieben, wo ich mir sicher war, das kenne ich nicht. Also jedenfalls nicht mit dem Bezeichnung. Die schreiben ja dann auch nicht die richtigen deutschen Beschreibungen von den, also wie das Gericht heißt, sondern irgendwie oder finden noch irgendwelche Sachen dazu. Wie beim Gemüsebowl. Veggie-Bowl hieß das. Das war mit dieser einen grünen Bohne, würde ich sagen. Also Nummer 7. Nutzpflanze 7 mit. Dann stand da mit Ei. Ich dachte, mit Ei? Nee, das kennst du nicht. Ich weiß, dass da eins ist mit nur einer so einer seltenen Pflanze, aber nicht mit nur Ei. Dabei. Dann kam da auch ein unidentifiziertes Gericht raus, was natürlich auch für einen Eintrag wichtig ist, misslungene Gerichte mit zwei Zutaten misslingen und dann mit drei Zutaten misslingen. Das sind zwei unterschiedliche misslungene Gerichte, die auch einen Eintrag im Enzyklopädie bringen. Perfektionisten, die schmeißen das natürlich weg und beziehungsweise laden neu, ehe sie das abgespeichert haben. Aber das gehört halt auch zur Verkomplettierung. Genauso wie ich jeden Tag buddeln gehe, einfach damit die Zeit vergeht. Obwohl ich weiß, dass ich hier nichts Neues ausgrabe, bis das Jahr vorbei ist. Aber es gibt ja auch Leute, die graben eher selten. Und die haben dann quasi im dritten Jahr noch nicht mal alles vom ersten oder zweiten Jahr ausgegraben. Weil sie halt bloß, weil sie nicht einmal im Monat buddeln gehen. Von 10 bis 17 Uhr. Und dann... Ja, ist klar, dass dann nicht alle Sachen ausgraben, die sie hätten ausgraben können. Für mich liegt der Reiz im Spiel tatsächlich daran, Sachen zu komplettieren. Also alles anzubauen und alles einzusammeln, was geht. Und alle Sachen zu kaufen, die man kaufen kann. Alle Aufgaben zu erfüllen, die einem gestellt werden. Ja. Aber
Wenn man dann jetzt um die Jahreszeit hier schon, beziehungsweise den Fortschritt so weit getrieben hat, dass man schon fast alles hat und nur so ein paar Sachen, die aber erst im nächsten, kommenden Jahr, also im sechsten Jahr dann freigeschaltet werden, dann ist Kacke, weil ich jetzt nur noch so vor mich hin, bis das nächste Jahr kommt und dann hast du innerhalb vom ersten Monat vielleicht schon alles wieder eingesammelt, was geht. Und dann ist der Reiz raus. Also, ja klar, das Spiel will natürlich auch langsameren Spielern die Möglichkeit geben, im Spiel voranzukommen. Scheiße, er schmeißt uns wieder raus. Ist schon wieder 17 Uhr. Käse. Ist doch keine Fleckenkuh. Alles fleckig, Mensch. Geht doch nicht. Muss doch alles schön sauber sein. So. Hier meine. Ich finde die Palmen immer noch am besten. Ich meine, klar, die Dinger hier sehen auch schön aus, aber die Palmen finde ich viel schöner. Warte, hier war da was reif? Schön. Jetzt müsste ich mich bloß noch an das Rezept erinnern, wofür ich die angebaut habe. War das? Nee, ich warte mal, die Suppe. Ja, für die Arzneisuppe brauchte ich das. Geil. So, dann diese drei gerippte Dings und Knoblauch. Arzneisuppe, Arzneisuppe. Wieder ein Rezept komplettiert. Herbst bis Frühling. Sommer bis Herbst. Okay, Herbst bis Frühling. Ach, ist ja cool. Die Erdbeere, Süßbeere oder wie die hieß, die kann ich pflanzen. Die nicht, aber die Herbst bis Frühling. Gut. Winter bis Sommer. Oh, da fällt mir ein, ich muss dann heute gucken wegen erste Winter, was wir da alles anbauen können. Gibt es ja etliches. So, einmal sortieren. Nur im Herbst.
Stirn, so. Sommer bis Herbst, Winter bis Frühling, nur Winter, nur Winter, nur Winter, nur Frühling, nur Sommer, nur Herbst, nur Winter, nur Frühling, nur Herbst, nur Winter, nur Herbst, Winter, Herbst, Frühling, Herbst, Frühling, 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 warte, das sind Obst, die, Herbst bis Frühling, Sommer bis Herbst, Sommer bis Herbst, Frühling bis Sommer, Frühling, Sommer, Sommer bis Herbst, Winter bis Sommer, Winter bis Sommer, Winter bis Sommer, Frühling bis Herbst. Und dort sind die normalen, die sind egal. So. Hatte ich die jetzt schon gemolken? Nein. Uta, Uta, ich brauche deine Millimilch. Ach, kannst du direkt weiterpennen. So, goldenes Ei. Braune, normale Sternenmilch, Sternenmilch. Na, es dauert ja auch nicht mehr lange. Dann geben die Ziegen auch nur noch wieder 3 oder 2 Liter. Weil im Winter geben sie sowieso immer 1 Liter weniger, genauso wie im Sommer. Nach dem Gebären, glaube ich, 20 Tage 1 Liter mehr. Und dann wieder normal. Glaube ich, als Ausgleich dafür, dass wenn die die Trockenstehzeit haben, das sind ja irgendwie 5 Tage, dann nochmal 5 Tage, die man sozusagen die Babymilch bekommt, von der man übrigens mindestens einmal einen Butter und einen Käse gemacht haben soll, Tee. So, Marmor hier rein. Habe ich auch erst sehr spät mitbekommen, dass man aus der Erstlingsmilch auch Butter und Käse machen kann, den man zwar nicht verkaufen kann, aber immerhin Eintrag für die Enzyklopädie. Ja, hat sie morgens Essmilch gegeben und abends gibt sie uns super top plus Milch. Kann man mit der normale Kuh auch mit den anderen Kurpaaren?
wenn man jetzt einen Sternbullen hat, so wie ich das hatte, habe ich tatsächlich meine normale Kuh, die hat ein Sternkalb bekommen. Was mich auch überrascht hat, dass das funktioniert mit dem Kreuzen. Also, dass man eine 50-50 Chance hat, dass es halt vom Bullen bekommt. Ich hasse dieses Rezept. Das ist nirgends spezialisiert. Welches Danke Fisch? Dir. So, Look ändern. Ich persönlich mag ja diese braunen Klamotten sehr gerne. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was passt denn? Ach komm, nehmen wir mal was von dem DLC. Das hatte ich auch nicht wirklich oft. So. Ach, ich habe die Tiere gar nicht reingeläutet. Na, ist egal. Joa. Mal alles wieder umpflügen. Nummer 1 erledigt. Haben wir jetzt, glaube ich, alles so weit reingepflanzt, was geht, ne? So. Nicht zu mir! Ich möchte das wirklich einmal erleben, dass ich nur einmal melken muss und alles bei mir ist. Nicht, dass hier immer irgendeine Kuh schläft und man warten muss, bis sie wach wird. So, ja. Dann gehen wir mal rein. Alle Futtertröge gefüllt. Morgen, Mama. Mich wird doch sowieso nie irgendwer mögen. Was? Wo ist deine Selbstbewusstsein hin? Weißt du, wenn ich drüber nachdenke, bin ich der Erste, der hier geboren und aufgewachsen ist. Weißt du, wenn ich drüber nachdenke? Kenji, sag doch nicht sowas. So,
Herbst bis Winter, Herbst bis Frühling. Gut, also nur die Blau-Dinger da rein. Dann können wir hier eigentlich auch noch Bäume pflanzen, würde ich sagen. Ich muss noch mal kurz überlegen, welche. Was hat da mich? Auf jeden Fall waren es die der dritten Generation. Aber hatte ich von denen? Warte mal. Ja, genau, von denen war rentabel. Dauert jetzt noch ein bisschen, aber dann habe ich sechs Samen, würde aber nicht reichen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Pflanze ich den sechsten hin? Ich denn hier hin pflanzen? Hm. Am ersten Winter kann man sowieso noch nichts ernten, aber man sieht halt hier und da kann man dann auf jeden Fall was abbauen. Aber ich glaube, Hook wurde auch hier geboren. Der war ja schon hier, als wir hierher gekommen sind. Hey, Kater! So, mal gucken. Also auf den ersten Anhieb würde ich jetzt sagen, eine goldene Sache sehe ich. Zumindest würde ich sagen, das hier ist ein goldenes Gegenstand. Ja, habe ich recht gehabt. Sag ich ja, ich habe ein Auge für sowas. Lalalala.
wird heute wieder ewig warm. Oh, ich merke jetzt schon die drückende Wärme. Ist schon ein Grad wärmer geworden, seit ich aufgestanden bin. Ich habe ja immer noch die leise Hoffnung, vielleicht noch ein neues Fossil auszugraben. In diesem Jahr. Aber die Hoffnung zerschlägt sich.
Ach ja, im Winter ist ja immer Muku Muku da. Hallo Muku Muku. Muff Muff, Muff. Muff, bin mir. Oh, Mama, Mama. Bin mir. Muff, 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 Muff. Mit ihr sind wir ja schon ihr. Also ich sag jetzt mal ihr, wegen der Schleife. Mit wem ich mal wieder quatschen? Obwohl, Kater können wir auch noch ein Fischchen grenzen. Charlie. Get it. Kakakura. Wurzelgemüse, beliebig Rang A plus Energy Drink. Echt? Woher hat er Energy Drink? Und sie möchte Kreuzung beliebig für sich sein. So, warte mal, Kreuzung beliebig. Und Wurzelgemüse. Wegen des Auftrags. Bitte? Ah, ist hervorragend. Vielen Dank. Das hier kannst du haben. Und Pui ist... War doch, ist das etwa... Muffa? Hab ich dich erschreckt? Mein Gesicht hat nicht selten so eine Wirkung. Es ist schon lange her, dass ich meine erste Bekanntschaft mit diesem Auge gemacht habe. Weißt du, damals gab es hier ein Mädchen, das an einer schlimmen Krankheit litt, einer sehr ansteckenden noch dazu. Jeder, der sie behandelte, steckte sich anschließend selbst an. Sie wurde von Arzt zu Arzt und von Klinik zu Klinik weitergereicht. Als sie zu mir kam, war sie in einem schlechten Zustand. Ich dachte zuerst sogar daran, sie aufzugeben, aber sie war ungefähr im gleichen Alter wie meine Tochter. Jedenfalls viel zu jung, um von uns zu gehen. Ich musste sie retten und als Preis für ihr Leben verlor ich mein linkes Auge an diese schreckliche Krankheit. Mofa? Hm? Nein, kein Mitleid, bitte. Ich bin stolz auf dieses Auge. Als Arzt könnte ich mir keine größere Ehre wünschen. Wie dem auch sei, du siehst nicht gut aus. Aber keine Sorge, ich habe genau die richtige Spritze für dein Problem. Jetzt hab dich nicht so, Kleiner. Mama! Krankheiten muss man keinem ersticken, halt. Bleib hier. So, und nun zieh diese
dieses alberne Kostüm aus. Hey, hey, aufhören! Ist doch kein Kostüm. Das ist ein Yeti. Ja? Wer Mia und Pui befreundet ist, die beste Freundin der Welt, vielen, vielen Dank. Hier, eine Belohnung. Dein Freund Pui, die ist von dir wohlverdient. Wenn ich andere Sachen brauche, werde ich an der Tafel mit vielen Nachrichten schreiben. Ja, haben wir doch mal was Interessantes von Bardock erfahren. Guten Abend. Pass auf, dass du dich bei den fallenden Temperaturen nicht erkältest. Wie einen schönen Abend, dich zu sehen, ist jedenfalls ein Plus. Nichts geht über eine Akustik im Winter. Meine Gitarre klingt in der kristallklaren Luft viel besser als sonst. So, dann wollen wir mal ein Ründchen angeln. Vielleicht kriegen wir ja auch mal einen Ayuvarana, also so einen anderen, so einen Fisch, den ich erst einmal gefangen habe.
So. Oh, heute einfach mal die Milch hier in den Kühlschrank. Dann wieder mal die Haare. Abholen, noch mal kurz im Schlafzimmer. Papa verhält sich wohl so, weil er will, dass ich selbstständig werde. Was für eine romantische Nacht. Ich wette, meine Freundin würde das gefallen. Nichts. Was? Was? Freundin? Es gibt doch nur ein Mädchen in deinem Alter in der Stadt. Wobei sie sogar älter ist. So, zweiter Winter. Äpfeln und Kakis. Leider sind ja nur zwei Bäume schon ausgewachsen, die anderen sind noch im Wachstum. Die konnten wir erst später pflanzen, weil hier noch was Sachen waren. Aber die werden sicherlich auch noch diese Jahreszeit fertig. Thank you.
So, und ich sehe, die Bäumchen kann ich pflanzen. Also sprich, wir haben hier unsere Granny Smith Äpfel fertig. So, jetzt dürften auch die Kühe so weit sein, dass ich die melken kann. Jo. Ach, mache ich abends. Heute gehe ich mal nicht ausgraben, heute werde ich mal ein bisschen angeln gehen.
Boah, ein großer Hummer. Wie sieht denn dann XXL-Hummer aus? Wusstet ihr übrigens, dass Winnie die einzige Figur ist, die, wenn man nicht mit ihr redet, wieder Freundschaft verliert? Dafür kann man aber auch innerhalb von einem Tag die wieder auf maximal bringen. Oh, der ist ja so groß, der wiegt doch mehr wie ich. Hey Mama. Irgendwie in nächster Zeit würde ich gerne erfahren, was dir alles Kopf vorgeht. Hallo, wenn es draußen kalt ist, wünschte ich könnte einfach zu Hause arbeiten. Hallihallo, Schätzchen. Oh, ist das kalt. Eine warme Mahlzeit wäre geradezu das Richtige. Hallo, verflixte Kälte.
Willkommen, Bimbeer. Es ist immer schön, dich zu sehen. In der Stadt werden alle möglichen seltenen Lebensmittel verkauft. Zum Beispiel Berg von Katzenreis mit Honig. Oh, und gesehen? Hey, nicht ablehnen, ohne probiert zu haben. Danke fürs Vorbeikommen. Du kannst dich hier gerne eine Zeit lang ausruhen. Willkommen, willkommen. Es ist nicht schön, dich zu sehen. Ist es nicht schön, dich zu sehen? Nicht der beste Moment zum Plaudern, aber tu, was du nicht lassen kannst. Ich habe mich schon immer gefragt, wie es wohl wäre, Winterschlaf zu halten. Okay, die Kühe sind noch nicht bereit. Warten wir mal, bis die Kühe soweit sind. Also gesundheitlich sind sie alle wohl am höchsten. Herzen, warte mal. Uta, Tashiki, Okta, Kyle, Hancock, Flory ist gut, Yugi ist gut, Shira ist noch, ja. Könnte ich eigentlich allen mal eine Portion kredenzen, oder? Ja, der Rotte trägt bald Früchte. Ist bald erntereif.
Oh, da sind es nur noch drei. Der Winter macht sich bemerkbar. Weniger Milch. Weniger Milch. So, Look ändern. Welche Frisur hat man noch selten? Ich glaube die hier, ne? Und die. Aber das heben wir uns für ein andermal auf. So, an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ja. Bis dahin sage ich Tschüssi, eure Dieter Kenschi.